ordentlich angefangen, um das Spiel mal abzuarbeiten, ordentlich angefangen, gut gestanden, die eine oder andere Möglichkeit gehabt, die leider mal wieder nicht gemacht. Und dann durch einen total unberechtigten Elfmeter in Rückstand geraten. Da wollte die Mannschaft sich von eigentlich erholen. Dann kam in der zweiten Halbzeit, nachdem wir einige Wechsel vornehmen mussten, Piotr Schwelung verletzt, ein Bluterguss im Rücken und Jung wird ausgewechselt haben. Dann wollten wir eigentlich noch zurück ins Spiel finden. Wir wollten unbedingt nach einigen Minuten abzählen, vorne drauf gehen, die Offensive suchen. Aber dann kam die rote Karte, die gelb-rote Karte und da waren wir leider danach chancenlos. Ich glaube nicht, dass wir in Hälfte 1 die schlechtere Mannschaft waren. Ist meine Meinung, aber wie gesagt, ich habe das gerade eben schon gesagt. Alles, was ich jetzt zum Spiel sage, bei 0-3, ist natürlich, wirkt natürlich ein bisschen komisch. Weil wir haben eine Auswärtsniederlage kassiert, wir haben ein Elfmetertor kassiert, wir waren aus meiner Sicht die bessere Mannschaft in Hälfte 1 und spielen dann in Unterzahl. Wo es natürlich für Ingolstadt toll ist zu kombinieren. Und da kriegen wir auch unsere Tore. An sich bin ich der Meinung, haben wir uns gewehrt. Das sehe ich so. Und wir haben auch trotz der Verunsicherung, dem schlechten Heimspiel und der schlechten Stimmung, glaube ich, uns hier nicht versteckt in Hälfte 1. Was dann in Hälfte 2 passiert mit einem Mann weniger, das ist immer schwieriger. Ja, wir haben heute verloren, das ist Fakt. Und vielleicht wenn hätte der Adnan die Gelb-Rote nicht bekommen, hätte man vielleicht noch das 1-1 machen können. Ich glaube, die ist bei 1-0 runtergegangen. Und aber da hat man gesehen, dann haben wir das 2-0 bekommen und dann ist es schwer, mit Unterzahl wieder zurückzukommen. Ja, sicherlich ist es nicht angenehm, wenn man hier 3-0 verliert. Zumal ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel klar kontrolliert haben und uns letztendlich durch den Elfmeter auf die Verliererstraße gebracht haben, selbst auf die Verliererstraße gebracht haben. Wir haben es in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, dass wir einiges erreicht haben. Wir wollten, dass Unruhe ins Stadion kommt. Das ist uns auch gelungen, obwohl nicht so viele Leute da waren. Aber man hat auch gesehen, dass Ingolstadt verunsichert war. Und in der zweiten Halbzeit kam natürlich dann die gelb-rote Karte dazu, die letztendlich ja dann sicherlich auch noch Ausschlag dazu gegeben hat, dass wir das Spiel dann auch noch klar verlieren. Wir müssen uns jetzt auf Aue konzentrieren. Wir wissen, dass wir auch gegen Aue mithalten können. Und natürlich sind wir jetzt alle geknickt, aber ab morgen geht es wieder volle Konzentration auf Aue. Und wir werden uns wehren. Und hoffe, dass wir da einen Dreier holen. Naja gut, aber es hilft ja nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und nicht mehr weiter zu wissen. Wir werden uns logischerweise konsequent auf das Spiel am Samstag vorbereiten. Auch wenn uns einige Spieler fehlen werden, ausfallen, gesperrt oder verletzt, wie auch immer, muss man abwarten, wie es mit Piotr am Wochenende aussieht. Aber auch trotzdem bin ich der Meinung, dass wir in der Lage sind, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die dann eben das nächste Heimspiel zu Hause gegen Aue gewinnt. Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die natürlich alles in die Waagschale wirft, ist doch logisch. Die Mannschaften kommen jetzt natürlich auch zu uns und wissen um unsere Heimbilanz. Ist doch logisch, dass sie da alles drauf setzen, uns erneut zu schlagen in unserem Stadion. Wir müssen uns wieder wehren. Es bringt jetzt nichts. Ich kann jetzt auch sagen, alles ist schlecht, alles ist scheiße. Aber wie gesagt, wir haben 30 Punkte und wir müssen uns da jetzt straffen. Und ich glaube, dass wenn heute ein paar Dinge, die spielentscheidend waren, nicht passieren, dann sind wir hier nicht der Verlierer. Aber es ist leider passiert und aus meiner Sicht zu hoch.